Jetzt sind wir im PC Building Simulator wieder an einem Punkt, wo es Leveln ja etwas langsamer geht. Aktuell sind wir bei Level 7. Level 10 war auf dem leichten Spielstand. Und wir haben jetzt hier noch ein paar Aufgaben. Zum einen müssen wir beim Bruce Van Cleef eine Diagnose stellen. Da habe ich schon die Diagnose gestellt, dass das Mainboard kaputt ist. Deswegen ist es ausgebaut. Da müssen wir jetzt nur wieder Neues einbauen. Und dann haben wir noch dreimal oder zweimal Diagnose und einmal CPU übertakten. Bei dem PC, ja gut, Diagnose. Einmal ein bisschen verstaubt. Das sehen wir auf jeden Fall schon. Und ansonsten zum Diagnose stellen, wenn ich dann irgendwann hier die Kabel reinbekomme, müssen wir einfach nur den PC anschalten. Und ihr seht, das geht schon mal nicht. Das heißt, wir machen hier einmal auf. Ziehen gerade den Stecker nochmal ab. Und machen einmal die Halterung vom Netzteil raus. Und gucken erstmal, ob das Netzteil überhaupt noch geht. Ich habe jetzt hier auch noch keine Teile bestellt, weil ich natürlich auch noch nicht weiß, was kaputt ist. Das kann das Mainboard sein, das kann das Netzteil sein. Da die Preise nicht mehr so ganz eindeutig sind, kann man das nicht jetzt immer so gut sagen, wie man das früher beim leichten Spielstand machen konnte. Wir ziehen jetzt einmal hier die Teile ab. Das ist ein FGAN-Netzteil und wir gehen einmal hier rüber. Das ist kaputt, das FGAN-450B3. Das war Katharina irgendwas Diede. Jetzt schauen wir gerade mal. Ihr seht schon, es sind ein paar mehr E-Mails gewonnen, aber gut, das ist veraltet, das können wir wegschmeißen. Da ist auch die Erfahrung bei 4. Wollen wir mal schauen, bei Bongel hier fehlt ein ganz kleines bisschen was. Weil ich kriege immer wieder mal die 5 Sterne, wenn ich es gut gebaut bekomme. Und halt dieser eine Stern ist halt immer das mit dem Budget. Ja, das kommt halt immer wieder mal vor. Ansonsten habe ich immer die 5 Sterne eigentlich erreicht. Da ist mal wieder einer mit einem Stern. Und die 5 Sterne bringen halt nicht so viel von 4 auf 5, wie jetzt dieser eine Stern uns nach unten zieht. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt die Diagnose stellen müssen, wir wissen ja nicht, was kaputt ist, müssen wir dann mal gucken, wie wir das mit dem Budget halt hinbekommen. Es ist schon ein kleines bisschen einfacher geworden, weil ich ein paar Gebrauchteile aufbauen konnte. Aber jetzt gucken wir mal hier, die hat zum Beispiel ein Budget von 47. Und wenn wir jetzt mal schauen, nach einem FGAN-Netzteil, das kostet 50. Ja, das sind schon wieder mal 3 Dollar mehr. Und ich habe halt nur das Kaputte. Das heißt, ich muss jetzt wieder mal das Budget überschreiten, wenn es auch nur 3 Dollar sind, um den Auftrag überhaupt abschließen zu können. Das ist halt das, was immer so ein kleines bisschen nervig ist. Den PC, den parken wir jetzt einmal hier zwischen. Holen uns den nächsten PC zum Diagnostizieren. Machen hier dasselbe nochmal. Das heißt, erstmal die ganzen Kabel anschließen. Und dann einmal starten. Auch da geht das Starten nicht. Dann machen wir dasselbe, was wir eben gemacht haben. Strom raus. Die Halterung abgebaut. Und geguckt, ob vielleicht das Netzteil kaputt ist oder ob es doch eher das Mainboard ist. Ich finde es halt ein bisschen schade mit dem Budget, weil meines sind halt Sachen, es kostet halt einfach mal so viel, wie es kostet. Und manche haben dann noch ein niedriges Budget und wollen keine Gebrauchteile. Die machen es halt einem dann noch ein bisschen schwieriger. Noch ein bisschen schwerer, die Sachen zu finden. So, Netzteil. Da hatten wir den Shaw Power King 400. Der ist auch kaputt. Und das war der Adrian Bandowski. Bei dem scheint aber mehr kaputt zu sein noch. Weil wenn der ein Budget von 204 Dollar hat, ist es garantiert nicht nur das Netzteil. Aber wir müssen jetzt halt erstmal beginnen mit einem Netzteil und dann nehmen wir jetzt den Shaw Power King 400 wieder, dass wir überhaupt erstmal was bestellen können. Den können wir im Endeffekt eigentlich stehen lassen. Dann gucken wir mal, wenn wir eh schon bestellen. So, der Hazel, der ist wieder wütend, weil wir nicht grün genug seinen PC repariert haben. Spam-Mail. Und da haben wir wieder... Oh.
Da gibt's richtig Kohle. Da kriegen wir für die Arbeit alleine 2.800 Dollar. Und das Budget ist offen. Wir müssen also nur einen PC bauen, der League of Legends auf den empfohlenen Spezifikationen ausführen kann. Da würde ich sagen, League of Legends, hier unten empfohlene Spezifikationen sind 4 GB Arbeitsspeicher, i5 7600 und eine GTX 1060 mit 6 GB. Das steht ja hier auch nochmal. Festplatte 12 GB. Den Auftrag nehmen wir auf jeden Fall an. Und dann suchen wir uns erstmal ein Gehäuse zusammen. Wir könnten, da es eigentlich egal ist, können wir mal einen schönen PC bauen. Wir nehmen jetzt auch mal den Cooler Master. Dann nehmen wir. Was nehmen wir denn? Also ich will es auch nicht extrem teuer machen. Wir könnten ein Gigabyte Mainboard nehmen. Maximale RAM-Geschwindigkeit haben wir hier 2400. Da brauchen wir dann einen i5 und zwar ein i5 7600, den wir nicht haben. Also nehmen wir halt einen i7 6700, einen kleinen. Nehmen entsprechend große Kühlung. Was wir da nehmen, ist eigentlich auch fast schon wieder egal. Die Wasserkühlung haben wir noch nicht. Wir nehmen einfach mal einen roten. Die eSports Edition in Rot. Ist auch ein bisschen schneller von. Bringt ein bisschen mehr Luft durch. Dann brauchen wir noch 4 GB. Dann nehmen wir einfach mal einen Corsair. Wenn wir den haben, 2400. Ja, komm, dann nehmen wir halt mal 8 GB. Eine Grafikkarte nehmen wir eine 1060 mit 6 GB. Das war die Mindestanforderung. Da hätten wir zum Beispiel hier den Asus ROG Strix GeForce overclockt. Ansonsten 3,3, da hätten wir noch 6. Macht aber finanziell gesehen fast keinen Unterschied. Da können wir auch wirklich oben die große Grafikkarte nehmen. Von der Festplatte her bauen wir wieder 500 GB für 50 Dollar ein. Dann nehmen wir mal 550 Watt noch als Netzteil. Und ein Gehäuselüfter. Ja, gut, ich meine, wir können auch mal einen Arctic nehmen. Flüssigkühler hätten wir da jetzt auch noch keine, die wir als Gehäuselüfter einsetzen könnten, beziehungsweise es kommt, glaube ich, sowieso erst später, weil die ganze Zeit konnten wir ja auch nur Flüssigkühler auf der CPU einsetzen. So, dann hat der arme Doktor PC Probleme. Dadurch, dass wir 0 Dollar Budget haben, gehe ich mal stark davon aus, dass es sich um fehlende Wärmeleitpaste handelt. Der will zusätzlich noch den bei D-Mark ausgeführt haben und der Funke Julian, der möchte bitte einen World of Tanks PC auf den Mindestanforderungen. Dann bestellen wir da auch gerade mal noch schnell die Teile. Mindestanforderungen. Wenn hier ein AMD 3 Quad-Core 1300X 1000 Dollar hat er zur Verfügung, eine GTX 960 schaffen wir eigentlich auch. Also da haben wir, denke ich, jetzt auch kein Problem, was zu bauen. Da bauen wir jetzt einfach mal, was nehmen wir denn da? Wollen wir uns ein Razer-Gehäuse nehmen? Dann nehmen wir als Hauptplatine mal für RGB. Ja, gut, ich meine, es ist eigentlich wurscht, aber wir nehmen auf jeden Fall hier mal den AMD-Prozessor, suchen uns dann auch den AMD mal raus und brauchen den 1300X. Da haben wir noch ausreichend gebrauchte eigentlich vorhanden, aber die hebe ich mir auf für Aufträge. Wir könnten auch den 1400 nehmen, wobei der witzigerweise sogar langsamer getaktet ist als der 1300X. Also packen wir uns mal den mit dazu. Dann brauchen wir noch eine große Kühlung. Den gibt es jetzt einmal in grün. Dann brauchen wir 4 GB Arbeitsspeicher. Da ist es egal, was wir nehmen, weil das Mainboard entsprechend auch alles aushält. Sprich, von der Taktrate her geht bis 3200 MHz hoch. Da sollte es kein Problem sein. Dann suchen wir uns mal eine GTX 960 raus.
und den Preis absteigen. 2 GB, wir brauchen aber. 2 GB reicht sogar. Ich würde trotzdem die 4 GB nehmen. Haben wir die gebraucht da oder haben wir die neu da? Die 4G, die ist gebraucht. Das heißt, die kaufen wir nochmal neu. Dann holen wir uns gerade nochmal 500 GB mit dazu und nochmal, ja, Shaw Power King 400 müsste in dem Fall eigentlich ausreichen. Schau mal, wir haben insgesamt 2.168 Dollar jetzt schon ausgegeben. Wir haben hier einen Haufen Teile. Gucken nochmal durch. Wir haben ein Gehäuse, wir haben ein Mainboard, CPU, Lüfter, RAM, Grafikkarte, Festplatte, Netzteil, Gehäuselüfter. Und das nächste ist wieder ein Gehäuse. Eine Hauptplatine, ein Mainboard, ein Prozessor, ein Lüfter für den Prozessor, Arbeitsspeicher. Dann eine Grafikkarte und weil ich oben irgendwo hatte ich eine Festplatte, genau hier sind es 2 Festplatten und das sind die einmal das Netzteil für den PC unten, einmal das Netzteil, was wir ersetzen müssen und nochmal das Netzteil, was wir ersetzen müssen. Ich denke mal, vergessen habe ich nichts. Der will einen Leistungstest, das heißt Benchmark, super schnell, das heißt am besten gestern. Und ansonsten. Ansonsten Kunststoff weiß haben wir schon, orange habe ich schon bestellt und grün habe ich auch schon. Dann klicken wir mal auf jetzt kaufen. Das kommt dann morgen alles an. Und beim Bruce Van Cleef können wir jetzt gerade mal das Mainboard wieder einbauen. Und sobald das drin ist, können wir alle Teile wieder einsetzen, die wir hier ja, noch einbauen müssen wieder, die ihm gehören. Die sind bei so Aufträgen glücklicherweise markiert. Das heißt hier, ne, dieser Zettel, das gehört ihm, das muss wieder rein. Wenn das Spiel schon vorgibt oder natürlich auch weiß, was denn gemacht werden soll, dann sind die Teile nicht zu ersetzen oder die sind nicht gebraucht, sondern die müssen wieder drauf, die Teile, die wir auch vorher hatten. So, der G-Skill Fortis. Arbeitsspeicher, der kommt drauf. Dann die Grafikkarte, GTX 960, 2G. Auch die kommt wieder drauf. Und dann sind wir eigentlich, sind wir relativ durch. Der kriegt mal wieder weiße Kabel. Der Bruce Van Cleef, weil wir hier eh nicht so viel ummantelt machen können. Dann schließen wir einmal alles wieder an. Wo bist du? Da ist noch ein Stecker. Einen Gehäuselüfter hat er nicht. Dann schließen wir vielleicht mal das Mainboard noch an. Und ich muss hinten aufmachen, dass ich an die Festplatte rankomme. So, neues Kabel. Dann einmal den Strom hier unten. Und ans Mainboard angeschlossen. Das ist das einzige Kabel, was jetzt tatsächlich auch weiß gesleeved wird. Gut, dann schließen wir die Außenkabel noch an, sprich Maus, Tastatur, Bildschirm und das Netzteil. Starten das Ganze und bauen hier den PC schon mal wieder zusammen. Während der PC hochfährt, der hat das Betriebssystem jetzt geladen. Das heißt, die Aufgabe ist schon mal abgeschlossen. So, den können wir jetzt wieder runterfahren. Da drüben warten wir noch auf die Teile. Der kann also in den Flur schon mal. Das passt. Bei ihm müssen wir. Ne, bei ihr haben wir auch schon die Diagnose gestellt. Und er möchte jetzt eigentlich hier noch ein bisschen übertaktet haben. So, mal gucken. Anschließen. Was mich bei dem noch ein bisschen irritiert, dass er uns ein Budget vorgibt. Dann müssen wir jetzt gleich mal gucken, warum. 3950 MHz hätte er gerne. So, das heißt, wir machen einmal den Spannungswert ein bisschen hoch. Und dann gucken wir mal, ob wir
3952 würden wir erreichen. Wir übernehmen und starten neu. Und was wir dafür aber noch brauchen, ist ein Tool. Und zwar das Overclocking Tool. Das müssen wir jetzt kaufen dafür. Das hatte ich noch nicht. Und das müssen wir jetzt installieren. So, Overclocking. Wenn wir das installiert haben, laufen wir wieder mit unseren Tests hier durch und gucken mal, ob das Ganze funktioniert hat. Ohne die Tests, wenn es jetzt fehlschlägt, aus welchen Gründen auch immer, hätten wir da jetzt auch wieder eine negative Rezension, weil die Ziele an sich sind erfüllt. Das heißt, wir könnten ihn jetzt zurück in den Flur stellen. Aber wenn das nicht funktioniert, bringt uns das auch nicht weiter. So, CPU-Temperatur bleibt eigentlich noch niedrig. Jetzt müssen wir gleich mal schauen. Die bleibt einigermaßen stabil stehen, wird nicht gedrosselt. Die Watt bleiben, na gut, die steigen noch relativ stark. Müssen wir mal schauen, dass die dann halten. Hoffen wir, dass die unter 300 stehen bleiben. Das tun sie, Test ist abgeschlossen, das heißt im Endeffekt hier funktioniert alles. Es wird zwar schon ziemlich warm, aber sollte alles okay sein. Das muss ich da gerade nochmal gucken, der Volker Maurer, bei ihm habe ich es gerade nicht geschaut. Ob der noch Zusatzsachen gerne hätte, da ist es nämlich Kunststoff-Weißkabel. Und er möchte brandneue Komponenten. Ich weiß zwar nicht, was er für brandneue... Was will er denn für brandneue Komponenten? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann machen wir hinten gerade nochmal schnell auf. Das hätte ich mir sparen können, wenn ich vorher nochmal nachgeschaut habe. Weil ich gucke, die Zusatzziele, die suche ich mir dann immer erst raus, wenn ich schon wirklich dran bin am Arbeiten. Und nicht schon vorher. Weil es oft genug einfach noch nichts bringt. So, hier ein, zwei Kabel abziehen. Und damit hätten wir eigentlich alles. Das ist die Steuerung vom Gehäuse, also der Taster vorne, der da runterkommt. Und dann können wir ummantelt weiß loslegen, auch wenn es hier wahrscheinlich so gut wie nichts ummantelt sein wird. Wir haben gesehen, es waren zwei Kabel, waren orange. Das sind die Kabel, die auch wir dann tatsächlich sleeven können. Jetzt gucken wir gerade mal nach dem Kabel. Du kommst da unten hin. Ne, warte mal, du bist ein Gigabyte Mainboard, ne? Da muss ich mal gucken, wo du hinkommst. Tja, wo möchtest du denn zu Hause sein? Normalerweise. Wir haben nämlich noch so einen Deckenventilator. Ja, wo ist er denn? Das ist jetzt halt der schwere Modus, wo es nicht mehr angezeigt wird. Und da unterscheiden sich halt die Mainboards teilweise doch ein kleines bisschen. Jetzt bin ich allerdings tatsächlich auch verwirrt. Wo hätten wir denn hier noch einen Anschluss? Hier unten drunter? Echt jetzt? Da hätte ich jetzt nicht gesucht. Normalerweise sind die immer am Rand. Müssen wir mal gerade schauen, wo hier der Anschluss von dem Lüfter wäre, weil den müssen wir noch mit dem anderen Lüfter kombinieren. Na? Da war er. So, der muss es hier drüben rein. Dann haben wir das Mainboard angeschlossen. Dann muss die Grafikkarte noch wieder angeschlossen werden. Die Festplatte muss angeschlossen werden und die Festplatte muss auch wieder ans Mainboard angeschlossen werden. Dann kommt unser Taster. Und unser Taster, der muss hier unten ran. Und ansonsten, glaube ich, sind wir durch. CPU-Lüfter angeschlossen, 1 und 2 Lüfter angeschlossen, Mainboard zweimal, einmal Grafikkarte. Netzteil. Eine SSD haben wir keine, die wir noch anschließen müssten. Auch auf der Rückseite ist keine. Würde ich sagen,
Können wir eigentlich so stehen lassen. Dort mal wieder alles anschließen. Dann, wir lassen den Test sicherheitshalber noch einmal durchlaufen. Dass da auf jeden Fall alles passt. Und bauen zwischendrin schon mal die Seitenwand wieder ein. Und in der Zwischenzeit können wir hier auch den Test laufen lassen. Wenn wir keinen Bluescreen kriegen, dann funktioniert ja alles noch nach wie vor. Das passt. 20 Sekunden müssen wir jetzt noch warten. Und dann sind wir hiermit eigentlich schon durch. So, na komm. 5 Sekunden noch. Und der Test ist abgeschlossen. Nach wie vor alles in Ordnung. Es wird nichts gedrosselt. Wir machen das Ganze aus. Und wir stellen ihn in den Flur zu den anderen Sachen. Da haben wir noch nichts diagnostiziert. Und der ist fertig. So, 5 von 5 Sternen. Kunststoffweiß und nur Neuteile verwendet. Ich habe aber überhaupt keine Teile verwendet. Also, keine Ahnung, was er wollte. Der Bruce Van Cleef, das ist auch immer ganz nett. Dann haben wir einmal neue Teile freigeschaltet. Das ist nochmal eine Grafikkarte und ein neues Gehäuse. Wir machen aus. Wir machen das Licht aus. Da müssen wir warten. Und wir gehen in den nächsten Tag. Das ist jetzt der 5. Nee, der Freitag ist es, der 2. Zurück zur Arbeit. So, machen wir einmal Licht und PC an. Holen uns diese riesengroße Liste an Teilen. Und jetzt nehmen wir uns gerade mal die Katharina wieder zur Brust. Bei dir war es das Netzteil. Und auch bei dir war es das Netzteil. Bei dir war es, glaube ich, das FGAR-Netzteil. Adrian Bandowski, möchtest du Kabel haben? Orange-Kabel möchte er haben. Also, müssen wir mal gucken. Hier geht ein Kabel ab, da geht eins ab. Hier können wir noch eins abziehen. Ich ziehe jetzt auch mal diese nicht gesleeften Kabel ab, damit wir uns auf jeden Fall sicher sein können, dass wir alles getauscht haben. Ansonsten passt das soweit. Mag sein, dass es teilweise dann noch ein bisschen, ja, durcheinander ist, was so die Teile angeht, weil ich merke mir nicht immer ganz genau, wer jetzt was bestellt hat oder wer was gerne hätte. Aber es lässt sich ja auf jeden Fall immer rausfinden, deswegen ist es nicht so das Problem, wenn wir das Ganze ein bisschen sprunghaft machen. Müssen wir nur mal wieder hier diesen blöden Anschluss von dem Lüfter suchen. Da war er. Weil die kann man halt einfach nicht sehen bei den Lüftern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ändern können wir es auch nicht. So, der will Orange, der kriegt Orange. Dann einmal noch der Anschluss von der Festplatte ans Mainboard und der Anschluss von der Festplatte ans Netzteil. Dann müssen wir noch die SSD anschließen. Wo haben wir denn hier unsere SSD-Anschlüsse? Ist das ein Anschluss für... Die SSD hat wieder einen Anschluss fürs Netzteil, wo man gesagt hat, das war nämlich so breit. Weil ich hatte auch schon SSDs, die nicht ans Netzteil mit angeschlossen werden mussten. So, einen Frontlüfter hatten wir jetzt nicht. Müssen wir das einmal anschließen. Warst du jetzt das falsche Netzteil? Vielleicht sollten wir noch den Anschalter mal verbinden. Es bleibt duster. Was hat denn der Adrian für ein Budget? 204. Es bleibt äußerst duster. Das heißt, hier ist mal die Grafikkarte im Sack. Bevor ich die ausbaue, schaue ich mal kurz nach. Der hat eine Radeon R9 280 Gaming 3G. So. Was habe ich jetzt gesagt? R280, nicht 980. 280. 3G.
204 hat er Budget. Und wir haben jetzt Teile von $50 schon verbaut. Und diese R9 280 Gaming 3G, die kostet 170. Das heißt, wir würden jetzt bei $220 liegen. Da wären wir drüber. Eine R9 280. Eine R9 280. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die da unten liegt. Gaming 3G. Vielleicht können wir da eine bessere Grafikkarte reinbauen. Ich hätte nämlich noch die GTX 960, aber ich glaube, die ist weiter unten. Ja, die ist unten drunter. Was hätten wir noch? Ja, eine GTX 960 4G. 960 4G. Na, wo ist er? 960. 4G, die ist aber auch unten drunter. Dann eine GTX 970 Gamer. Die GR8. Wir hätten die GTX 980 Gamer XL. Die anderen sind nämlich auch schlechter. Schauen wir mal nach der 280 GR8G. Aber die müsste auch, die ist auch unten drunter. Und dann hätten wir nur noch die irgendwo da oben, die Grator. Die hätten wir noch. Könnten wir mal schauen, ob er das akzeptiert, wenn wir die einbauen. Ziehen wir das gerade mal ab. Weil normalerweise mindestens gleichwertige Komponenten oder bessere Komponenten akzeptieren sie in der Regel. Weiß ich nur nicht, ob sie das hier halt tatsächlich auch. Es wird grün. Teile 206. Und wir haben ein Budget von 204. Also wir überschreiten das Budget um $2. Und da sage ich euch mal ganz ehrlich, da hebe ich mir dieses Gebrauchteil auf. Weil damit kann ich vielleicht einen anderen Auftrag einhalten. Weil gebrauchte Netzteile haben wir jetzt keine mehr da. Wir haben nur noch kaputte Netzteile. Oder halt neue. Und dann gehen wir jetzt hin, kaufen die Grafikkarte nochmal neu. Komm, für euch bestelle ich die mal, dass die gleich kommt. Kostet zwar ein Schweinegeld, was wir uns vom schweren Modus eigentlich gar nicht leisten können, aber damit ich jetzt mit euch mal den Auftrag hier noch abschließen kann, da kaufen wir uns das. So, das können wir jetzt einsetzen. Und wehe, du warst jetzt falsch. Dann beiße ich mir sonst wohin. Ne, hat er geschluckt. Diagnosestellen reparieren. Weil die Grator-Grafikkarte, die hatte keinen extra Stromanschluss. Deswegen wurde das sofort akzeptiert. Und die hatte Stromanschlüsse. Das heißt, da muss jetzt erstmal noch der Stromanschluss mit ran. Vom Budget haben wir den Auftrag natürlich wieder überschritten. Aber das sind eben genau die Aufträge, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir da einen Auftrag annehmen zum Diagnose stellen. Wir stellen die Diagnosen, dann sagen sie, ja, so viel wollen wir aber gar nicht bezahlen. Und toll, da haben wir einen PC da stehen, mit dem wir nichts anfangen können. Also sind wir eigentlich dazu gezwungen, das Budget zu überschreiten, wenn wir wirklich auch mal weiterkommen wollen. Nur mit den Bewertungen wird es halt dann tatsächlich irgendwann ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja auch mal auf 5 Sterne kommen. Und die Grator-Grafikkarte, die ich jetzt nicht verwendet habe, die kann ich vielleicht ein anderes Mal verwenden, um das Budget einzuhalten. Also verballer ist sie jetzt nicht, wenn ich sowieso das Budget überschreite, weil bezahlt wird das Budget. Also das, was ich ausgebe, wird auch bezahlt. Die beschweren sich nur. Und wenn ich jetzt, weil ich ein Gebrauchteil einsetze, $2 überschreite, ist das eigentlich für mich dann schädlicher, als wenn ich ein Neuteil einsetze, mit dem ich halt um $18 oder um $16 was, glaube ich, das Budget überschreite, weil dadurch, dass ich es bezahlt bekomme, kriege ich ja mein Geld, verliere also nichts und ich kriege sowieso eine 1-Sterne-Bewertung. Also hebe ich mir lieber das Gebrauchteil auf, um dann damit das nächste Mal vielleicht was retten oder machen zu können. So, meine liebe Dame, du wolltest noch ein Shaw Power King.
Die Katharina, möchte die denn gerne noch Kabel haben? Dekorative Kabel, richtig tolle Kunststoff-Grünkabel. Dann machen wir hier mal noch die Kunststoff-Grünkabel runter. Schließen dann einmal alles an. Wenn ich das jetzt hier anschließen würde, langt das noch nicht zum Stellen der Diagnose. Und die Katharina, was hat denn die für ein Budget? 47, also dann dürfte es nur das Netzteil sein. Das kostet nämlich 50. Und auch da haben wir jetzt quasi wieder unser Budget überschritten. Und ich konnte es erneut nicht verhindern. Es ist schade, aber leider nicht anders umsetzbar. Ich verstehe auch nicht, was das für einen Sinn macht, dass man so Aufträge raushaut. Klar kann ich dann auch irgendwann anfangen, die Sachen zu ersteigern, aber das Ersteigern kostet halt schon mal Zeit. Dann gibt es Auftraggeber, die keine Gebrauchteile haben wollen. Und dann stehst du nämlich da. Ja, was machst du jetzt? Du darfst das Geld nicht ausgeben, kosten tut's es aber. Wenn du es nicht ausgibst, kannst du den Auftrag nicht abschließen, musst ihn zur Not wegschmeißen, dann bleibt aber der PC nochmal da. Was machst du dann mit dem PC? Also es ist alles nicht so einfach. So, der ist noch angeschlossen. Sonst haben wir hier nichts, was wir anschließen müssten. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier noch ein kleines bisschen sauber. Und schauen dann mal, ob der PC auch wieder hochfährt. Wenn wir irgendwann mal den Staub hier rausbringen aus dem Gehäuse. So, schauen wir mal. Das sieht einigermaßen sauber aus. Dann schließen wir mal alles an. Was mich jetzt wirklich irritiert ist, dass immer noch keine fertige Diagnose gestellt ist. Jetzt gucken wir mal einfach nur verdachtsweise hier unten drunter. Da war Wärmeleitpaste drauf. Da hat man ganz kurz einen dicken Knubbel gesehen. Das heißt, das kommt auch wieder drauf. Und dann Kabel noch anschließen. Der PC fährt hoch und irgendwas, sagt sie, wäre noch kaputt. Da bin ich jetzt tatsächlich gerade ein bisschen verwirrt. Was könnte denn noch kaputt sein? Grafikkarte funktioniert, weil das zeigt alles an. So. Und sonst haben wir nichts mehr drinnen. Wir haben keine SSD drin. Wir haben nur die eine Festplatte drin. Es war Wärmeleitpaste drauf. Dann gucken wir bei der Katharina gerade mal, was sie für einen Arbeitsspeicher dabei hat. Den DFL Motivator 8 GB. So, jetzt bauen wir den gerade mal aus. Gucken mal, ob der kaputt ist. Der ist nicht kaputt. Und damit bin ich tatsächlich mit meinem Latein am Ende. Das Netzteil war kaputt. Das haben wir getauscht. Also entweder ist es ein Bug, dass das jetzt nicht erkannt wird, dass wir das richtig diagnostiziert haben. Und dass alles wieder funktioniert. Oder liegt sonst irgendwas im Argen? So, dann machen wir jetzt gerade mal hier einen USB-Stick ran. Wir könnten höchstens mal gucken, ob vielleicht noch Viren drauf sind. Kunststoffgrün, Innenreinigung haben wir gemacht. Moment. Hängt sich bevor das Betrieb geladen wird. Ich habe in einigen Foren nachgelesen und da heißt es wahrscheinlich, sei die PSU die Ursache. Ja gut, das haben wir ja gerade schon gemacht. Das heißt, das läuft wieder. Dann gucken wir mal, ob jetzt vielleicht ein Virenscan noch was bringt. Das sind halt jetzt noch die Systemtests, die ich durchführen würde. Einmal nach den Virenscannen. Da haben wir schon mal keine gefunden.
und dann halt so Sachen wie Overclocking-Test und Benchmark-Test. Und wenn es dann da aus den Latschen haut, könnte es vielleicht die Leistung vom Netzteil sein, dass die zu gering ist. Oder dass sonst irgendwas kaputt ist, aber ansonsten, ich sehe halt einfach nichts, ne? Die Lüfter laufen, die Grafikkarte muss funktionieren, weil wir sonst keine Anzeige hätten. Die Festplatte läuft, weil wir sonst kein Betriebssystem hätten. Und mehr kann ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr feststellen. So leid es mir tut. Mehr kann ich nicht mehr feststellen. Der PC funktioniert. Mainboard funktioniert auch, sonst hätten wir nämlich da auch Probleme. Wir lassen jetzt gerade mal noch den Overclocking-Test drüber laufen. Wir gehen nochmal ganz kurz ins BIOS rein. Aber da haben wir jetzt auch eigentlich nichts. Ein Speicher ist verwendet, RAM wird erkannt, die Grafikkarte wird erkannt, die Festplatte wird erkannt. Wir können gerade mal den RAM auf seine Einstellung übertakten, die er laufen kann, also auf 2400, was das Mainboard schafft. Und dann lassen wir gerade mal einen Overclocking-Test drüber laufen und wenn das nichts hilft, dann muss ich mich leider ergebnislos aus der heutigen Folge verabschieden. Aber ich fürchte, wir werden auch hier nichts feststellen. Weil sich nichts erhöht. Ich mache dann als letztes noch den Benchmark-Test, den 3D-Mark. Lass den durchlaufen und dann haben wir wirklich alles getan, was wir tun können, um irgendwelche Tests hier noch durchzuführen. Der Test war erfolgreich. Wir haben sonst nichts mehr feststellen können. Moment, das könnte der Grund sein. Das könnte der Grund sein, dass das Netzteil nicht richtig erkannt wird. Die Halterung fehlt. Das traue ich dem Spiel nämlich zu. So, jetzt schließen wir das Kabel nochmal wieder an. Aber es war es wohl doch nicht. Das war wohl nicht der Grund. Machen wir hier mal alles zu. Ziehen mal unser USB-Stick ab, starten das ganze Teil. Und Diagnosestellen ist immer noch rot. Also, ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn ihr eine Lösung habt, gerne runter in die Kommentare. Ansonsten Benchmark-Test, schaue ich mal, ob es was wird. Und wenn nicht, dann ist der Auftrag für mich einfach kaputt. Und ich kann ihn wohl nicht abschließen. Ist von den Kosten her jetzt nicht so schlimm. Es waren nur $50 fürs Netzteil. Aber schade ist es natürlich trotzdem. Beim nächsten Mal bauen wir dann unsere beiden PCs. Das machen wir einfach mal zusammen, dass wir auch im schweren Modus mal PCs gebaut haben. Und dann versuche ich halt noch so schnell wie es geht auf Level 10 zu kommen, dass wir dann an der Stelle einfach weiterbauen können. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.